Hey guys, welcome to a new vlog von mir. Ich mache gerade meine Haare. Und zwar mache ich jetzt gerade, und zwar moisturize ich sie gerade und mache gleich wieder meinen Bun nach oben. Einige hatten mich zu meinem letzten Bild auf Instagram gefragt, also wie ich meine Haare so shiny hinbekomme. Und Leute, ich benutze echt nicht viel Produkt. Ich habe es jetzt auch öfter schon gezeigt. Ich benutze von Cantu Coil Calm und mein Castor Oil. Und das war's. Also, und Wasser halt, ne? Ich habe hier einen Bottle mit Wasser drinne. Einfach nur Wasser mit nichts gemischt. Und ja, das benutze ich, um meine Haare so shiny hinzubekommen. Und ja, und dann mache ich meinen Bun oben. Ich zeige euch gleich mal, wie ich den Bun mache. Dann benutze ich Gel für meinen Ansatz. So, ich mache da echt viel drauf immer. Richtig viel. Ich muss sowieso meine Haare jetzt noch wieder waschen. Ich glaube, ich wasche die morgen oder übermorgen. Also heute ist Freitag. Weil ich halt so viel Gel schon benutzt habe, dass ich so Flakes schon in den Haaren habe. Richtig ekelhaft. Und dann nehme ich hier einen Schnürsenkel, mache das hier um meinen Kopf und dann ziehe ich da einfach nur dran. Und das war's auch schon. Also es ist wirklich so easy. Also ich ziehe da dran und ziehe halt so lange dran, bis es mir gefällt. Dann mache ich einen Knoten vorne, mache die Haare so ein bisschen auseinander. So, mache hinten auch einen Knoten. So, ups. So, und dann vorne wieder einen Knoten. So, und dann mache ich das einfach nur hier so drum und tacke es rein. Und damit das hier nochmal extra, extra clean aussieht, benutze ich noch mehr Gel und gehe nochmal hier drüber. So. Und ich mache mir auf jeden Fall noch ein bisschen Baby Hairs. So, ja. So. Jetzt sind die Haare wieder lebendig. So, ich werde noch mein Tuch benutzen, damit die Haare auch sleek bleiben. So. Like these. And that's it. Ja, die Flasche hier kriegt ihr auf jeden Fall auf Amazon. So, dann werde ich jetzt erstmal chillen. Ich wollte gleich ein Video noch drehen. Und Haus des Geldes, ich glaube, die fünfte Staffel ist rausgekommen heute. So, ich glaube, ich werde heute damit anfangen. Ich will eigentlich die kompletten Staffeln wieder gucken. Aber keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht fange ich heute Abend an damit. Oder morgen, nee, morgen kann ich nicht. Oder Sonntag, ich weiß es nicht. Hey guys, so, wir haben heute Samstag und ich mache mich jetzt gleich fertig, weil ich mich heute wieder mit Arbeitskollegen treffe. Und ich habe gerade Pakete bekommen von ASOS und H&M und ich muss euch diese Schuhe gerade mal zeigen, 'cause die sind heftig, wirklich. Ich zeige es euch, was ich. Seht ihr diese Schuhe? Ey. Ich finde die einfach so schön. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Die haben hier auf jeden Fall einen Mini-Absatz. Vorne sind die halt hier so eckig. Ich liebe diese Stiefel. Ich muss gleich mal anprobieren, dann zeige ich euch die. Die sind halt hier auch voll breit. Und I love it. So, und dann, ach so, die Schuhe, was haben die gekostet? Ich glaube, das ist hier auch drin. Ich werde die euch verlinken, wenn ich die finden sollte. Die haben gekostet 60 Euro. 37 € Rabatt war drauf. So.
Ja, und dann habe ich mir noch so ein Kleid, ein Jersey-Kleid, was 19,99 Euro gekostet hat. Das ist hier so ein braunes Kleid. Das hatte ich gesehen. Ich war halt auf H&M und dachte mir so, okay, das, was ich finde, hole ich einfach. Und ja, zwei Teile waren dabei. Ich hoffe, es passt. Was habe ich das für eine Größe? XXS? Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das Ding ist... Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das mir passen wird. Das gab es nur noch in XXS. Und ich dachte mir, ich bestelle das einfach und gucke, wie das aussieht. Weil ich gucke halt immer in den Beschreibungen, ne? Ich gucke halt immer in den Beschreibungen, wie viel Elastan halt drin ist. Und da waren 9% Elastan. Also ihr müsst euch vorstellen, 9%. Also das ist auch übertrieben stretchy. Und dann gab es halt nur noch in XXS. Und ich dachte mir so, okay, bei 9% Elastan, ganz ehrlich, es muss passen. Wenn nicht, dann schicke ich es wieder zurück. Aber ja, wir gucken einfach. Ich ziehe es jetzt mal an, mal gucken, ob es mir passt. Aber es sieht auf jeden Fall jetzt nicht zu eng aus. Leute, I don't know. Also eine S oder, ja, es ist ja XXS, ist das sogar. Eine S oder eine XS hätte es wirklich gemacht. Also hätte es, obwohl, es passt eigentlich. Aber das Problem ist, man sieht, dass es mir zu eng ist. Weil ihr seht hier das, hier diese Löcher, die da entstehen, dadurch, dass es zu eng ist. Und ich habe nicht mal einen BH an. So, ich glaube, mit einem BH wird das gar nicht richtig zugehen. Es ist halt voll schön. Ich finde es richtig schön. Aber es gibt es nicht mehr in meiner Größe. Was würdet ihr sagen? Zurückschicken oder behalten? I don't know. Also an sich passt, also an sich fühlt es sich gut an. Aber was mich halt stört gerade ist das. Weil das wäre halt nicht, wenn es die richtige Größe wäre. I don't know. Oder muss ich es vielleicht ein bisschen runterziehen? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde es richtig schön, aber... I don't know. Oder ich ziehe das halt wirklich nur mit Strumpfhose an. Strumpfhose und Stiefel. I don't know. Was sagt ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das behalten würdet. Oder einfach drauf scheißen und wieder zurückschicken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Let me just put you back here. Ich ziehe aber eben die Stiefel dazu an und zeige euch, wie die aussehen. Because diese Stiefel sind gorgeous. Ich habe alles schon ausgemacht. Leute, diese Stiefel. Ich habe die in der Größe 40. Die sind sogar ein bisschen zu groß, finde ich. Ich habe gerade eh keine Socken gerade an. Deswegen seht ihr die? Oh mein Gott, they are looking so cute. Ja, die gefallen mir richtig gut. Und vor allem dieser kurze Absatz ist perfekt. Und ich liebe, dass das hier breit ist. Das habe ich jetzt auch bei diesen Schuhen von ASOS. Die Stiefel, die ich euch in meinem Haul gezeigt habe. Die sind halt hier so ein bisschen breiter. Und das sieht einfach so stylisch aus. I really love it. Ich könnte sogar so raus jetzt. Mit Strumpfhose. Also die Schuhe werde ich auf jeden Fall behalten, aber das Kleid, ich weiß nicht. Das Kleid, ich weiß nicht. Ich würde es gerne behalten. Ich denke mir so, wie viel hat es gekostet? 20 Euro. Ich muss es halt wirklich nur mit Strumpf, also ich kann es nur mit Strumpfhose tragen. Ich kann es nicht so zum Feiern gehen tragen, obwohl es gibt ja eh kein Feiern. Oh, ich habe noch was von ASOS und dann muss ich mich auch schnell fertig machen, bevor ich gleich wieder zu spät bin, wie immer. Ich habe nämlich hier auch zwei Kleider bestellt, wo ich nicht genau wusste, was meine Größe ist. Let's see. Okay, ich probiere erstmal das Größere, glaube ich, an. UK, ich habe einmal UK 10 und UK 12. Ich weiß gar nicht, was das für Größen sind. Ich glaube 36 und 38 oder so. Das ist jetzt hier in UK 12. Es ist ein bisschen groß, deswegen probiere ich auf jeden Fall das in UK 10 an. Das sitzt wahrscheinlich richtig eng, aber das ist auch in Ordnung. Also hätte ich nur das bestellt, ich das auch behalten. Vielleicht behalte ich auch das. Ich gucke jetzt einfach mal, wie das in UK 10 sitzt. Das andere hat sich nicht so gut angefühlt. Komisch.
hier so los am Hals? Das ist jetzt in UK 10. Passt wie angegossen. Aber ich glaube, ich werde das andere nehmen, also das UK 12, weil ich weiß jetzt schon, warte, ich mache mal ein bisschen nach unten, ich weiß jetzt schon, dass ich hier unten immer rumziehen werde, wisst ihr? Und deswegen, aber es sitzt wirklich perfekt. Was mich halt wundert ist, dieses Turtleneck bei dem hier ist irgendwie voll loose und bei dem anderen war es nicht so loose, also, oder kam es mir gerade nur so vor, ich weiß es gerade gar nicht, ey. Ich muss gleich das andere nochmal anziehen, aber ich glaube hier werde ich zu viel ziehen. Ich weiß es nicht. Warte, ich zeige euch das mal hier. Es sitzt halt wirklich perfekt, wie angegossen. Aber ich kenne mich und ich weiß, dass solche Kleider immer wieder hochgehen. Oh, I don't know. Ich bin wieder überfordert. Das ist aber irgendwie doch zu groß. Nee, Leute. Oder? Okay, also, ich glaube, ich werde doch das andere nehmen, weil das ist voll loose. Es sitzt zwar irgendwie, also, das Ding ist, also ich werde, glaube ich, doch das andere nehmen, weil das hier geht genauso hoch, merke ich gerade. Und es ist halt looser. Das ist jetzt zwar die schwere Entscheidung, also irgendwie geht das genau, ja, ich nehme das andere. Okay, ich habe mich entschieden. Ich nehme das engere, weil einfach das andere, also das engere sitzt einfach viel näher am Körper. Hier oben ist halt noch alles so loose und ich kenne mich, ich werde das sonst bereuen. So, ja, und ich glaube, ich ziehe das auch direkt heute an, oder? Mit Stiefeln habe ich richtig Bock irgendwie und Strumpfhose oder so. Okay, ich werde das direkt jetzt gleich anziehen. So sieht's aus. Ich habe es jetzt mit einer Strumpfhose kombiniert. Ich habe auch ein Loch hier. Ja, aber ich ziehe gleich einfach Socken drüber. Und dann ziehe ich gleich meine braunen Stiefel an von ASOS. Hier diese Gummistiefel. Yep, that will be my look. Und jetzt muss ich mich schnell schminken. Look mit dem Kleid und die Stiefel, Strumpfhose. And yeah, that's my Make-up look. Heute ohne Lashes, dann habe ich hier diese Ohrringe. Ich glaube, die sind aus Ghana. Dann habe ich wieder meine Paul Valentine Uhr an und ein bisschen Schmuck. And that's it, that's my outfit. So, ja, ich werde jetzt losgehen. Die Tasche nehme ich wieder von Zara, die ist auch schön klein, richtig chillig. So, and that's the completed outfit. Hey Leute, I look a little bit crazy. Ich habe vorhin Sport gemacht und ja, habe es aber noch nicht geschafft zu duschen. Deswegen, ich habe jetzt Feierabend und werde jetzt duschen gehen. Und ich werde gleich auch noch einkaufen gehen. Ich muss wieder meine Daily Sachen halt kaufen, ne? Ja, aber bevor ich jetzt erstmal duschen gehe, werde ich erstmal was essen. Because your girl is hungry as fuck. So. So, ich habe hier noch so Restessen. ich habe so Nudeln oder Spätzle ist das hier. Mit Rindfleisch und Paprika.
Und das werde ich mir jetzt warm machen. Und ja, dann werde ich duschen gehen und dann schnell einkaufen gehen, weil, wie ihr sehen könnt, wird es schon wieder dunkel. Ich muss auch noch zur Post eigentlich. Ich muss mein ASOS-Paket noch zurückgeben. Ich habe dann nämlich noch eine Retour. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, meine Haare am Wochenende zu waschen. Also diese ganze ekligen Gel-Reste, die ich in den Haaren hatte, alles raus. Und ich mache mir jetzt gleich meinen Ponytail wieder. Und ich habe ein Video gesehen, wie ich meinen Ponytail, ich glaube, besser dran machen könnte. Also eine andere Methode. Und zwar muss man halt also die Haare auch so flechten. Und dann kann man die, Tressen mit so einem Haargummi festmachen. Das hier unten dran machen und dann twiste ich das um meinen Zopf, damit es halt so ein bisschen natural fällt. Und dann twistet man das bis oben hin und dann nimmt man ein Stück und macht das drüber. Kann ich euch gleich mal zeigen, mal gucken, ob ich es überhaupt hinkriege. Aber es sah auf jeden Fall viel besser aus, weil sonst, wenn ich das immer hier direkt mache, dann sieht es ja immer, also dann sieht das so ein bisschen dick aus, wisst ihr? Also es ist echt minimal, aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus, vielleicht sieht es dann ein bisschen natürlicher aus, so. Und so sieht das jetzt aus. Also vielleicht erkennt ihr keinen Unterschied, aber ich finde auf jeden Fall, ich hätte sogar meinen Zopf sogar höher jetzt machen können, weil jetzt fällt das so ein bisschen tief, aber für jetzt ist es okay. Ich wollte es erstmal ausprobieren. So, nächstes Mal kann ich auf jeden Fall den Zopf höher machen. Und ja, ich habe es auf jeden Fall mit Haargummis diesmal gemacht, statt mit Pins. Ist eh besser, schon dafür für meine Haare. So, yep, das war's. Ich werde mich jetzt anziehen und dann jetzt schnell zur Post gehen. Oh, die machen jetzt auch gleich zu. So, I'm back, guys. Und man merkt einfach richtig, finde ich, man merkt einfach, die Leute sind momentan nicht zufrieden. Also du merkst das an den Menschen irgendwie. Und diese Situation momentan mit Rona und so. Ich hoffe einfach, es hat bald ein Ende, cause ich kein Wort mehr drauf. So, anyways, ich war auf jeden Fall einkaufen. Ich habe so viel eingekauft, weil im Supermarkt war es auch so leer und diesmal so entspannt, dass ich mir so richtig Zeit gelassen habe. Ich will ja unbedingt einen Nusskuchen machen und habe mir hier, oh mein Gott, ich habe doch, oh mein Gott, I'm so warm. Wir haben Haselnüsse. Okay, aber hier. Ich habe mir auf jeden Fall geriebene Haselnüsse und gehackte Haselnüsse geholt, um irgendwann einen Nusskuchen zu machen. So, dann, was habe ich hier noch? Dann habe ich hier Creme Fraiche, weil ich will irgendwann auch Lasagne machen. Endlich Petersilie gefunden, weil irgendwie, weil ich gehe mal in Lidl shoppen. Ach, in Lidl shoppen. Ich gehe mal bei Lidl einkaufen. Und da gibt es irgendwie nie Petersilie. Like, es ist einfach immer leer. Aber diesmal habe ich das bekommen. Und dann habe ich hier Penny. So, dann habe ich ganz viel Schlagsahne. Kann man nie genug sein. So, dann Tomaten. Auch nicht fehlen. Und noch mehr Chili, Parmesan. Parmesan noch. Dann Mozzarella. So, noch mehr Schlagsahne. Dann habe ich ganz viele Gewürze nachgekauft, weil wir irgendwie fast nichts mehr haben. Hähnchengewürz, Cayennepfeffer, Tomatengewürz.
alles hier hin. Basilikum, Gewürz haben wir auch. Noch mehr Sahne. Dann habe ich Hackfleisch. Dann habe ich hier mein Müsli, was ich immer für meinen Joghurt benutze. Dann habe ich hier meinen Joghurt, diesmal gab es keinen Haferjoghurt. Hat mich so abgefuckt. Jetzt habe ich Natur einfach geholt. Ich hoffe, dass es ist. Ich hoffe, das ist auch okay. Dann habe ich wieder ganz viel an Proteinriegel von Lidl. Ich liebe die. Die sind einfach so lecker. Die esse ich immer gerne, wenn ich morgens mein Fitness mache. So, dann habe ich wieder meine Beeren und Tomatenmark. Das war mein Einkauf. So, dann war ich aber auch noch mal bei DM. Habe mir da neue Zahnseide gekauft. Dann habe ich mir noch mehr Strumpfhosen gekauft, weil ich finde die richtig gut. Also, ja, die sind einfach gut. Dann habe ich hier Reinigungstücher. Wollte ich jetzt mal benutzen irgendwie, um zu gucken, ob ich besser damit mein Make-up abmachen kann. Das ist hier Micellen Reinigungstücher. Reinigen sanft mit Micellen-Technologie, entfernen wirksam wasserfestes Make-up, spenden Feuchtigkeit, angenehmes Hautgefühl. Ja, für jeden Hauttyp. So. Und dann habe ich mir Heilerde gekauft. Ich bin so gespannt, ob das gut ist. Also ich höre immer so oft, dass das richtig, richtig gut sein soll und dass das irgendwie Wunder bringen kann und soll. Und ja, momentan habe ich immer so kleine Pickelchen hier am Kinn. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Ja, ansonsten habe ich noch mein Deo, was ich immer hole von Nivea. Yep, and that's it. Oh ja, ich werde mich jetzt in mein Bett pflanzen. Und ich glaube, ich werde Haus des Geldes heute gucken. Heute habe ich wirklich Zeit dafür jetzt. Und wir haben jetzt, ich glaube, wir haben 8:30 oder 9. Also hätte ich jetzt eigentlich Zeit, ein paar Folgen mir anzugucken. Ich bin mal richtig gespannt. So ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns.